Es ist ganz schön viel. Und somit willkommen in Finnland heute. Wir gehen heute schön auf die Enten. Ich bin hier schon an dem ersten Steg und ihr glaubt auch gar nicht, wer heute wieder mit dabei ist. 3, 2, 1. Aha. Masi Junior. Also dich hatten wir schon echt sehr, sehr lange nicht mehr mit dabei. Ich meine, ich glaube, du gehst mir schon mal nicht so auf den Sack wie dein anderer Kollege, gell? Und zwar bin ich hier am Anfang erstmal hier im südlichen Bereich und wir probieren natürlich auch heute den Caller aus. Aber bevor wir das Ganze machen, erstmal zum Loadout. So, wir sind jetzt aber erstmal hier auf der anderen Seite und hier werden wir erst einmal das mit dem Caller hier ausprobieren. Ich werde hier wahrscheinlich gleich auch mein Zelt hin platzieren und dann gucken wir mal, ob da was geht. Ich hoffe schon. So, das Zelt steht auch schon mal. Wir hüpfen natürlich rein. Masi Junior, du machst erstmal Platz. Mach Platz. So, das bedeutet, wir werden den neuen Caller jetzt auf ganze zwei Entenarten hier einmal draufsetzen. Und ich würde sagen, wir machen einmal die Stockente und einmal die Shellente. So, starten wir das ganze Ding mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwas geht. Da oben sind schon die ersten. Sind aber wahrscheinlich Gänse, oder? Ja, was ruft jetzt hier? Oh, die ersten Stockenten. Schauen wir uns mal das Ganze hier an. Oh, ich freue mich gerade so sehr auf den Ausflug, weil ich das die ganze Zeit schon ausprobieren wollte. Und anscheinend funktioniert das sehr, sehr gut. Wir kommen die nächsten Stockenten. Was ist das da? Auch eine Stockente. Okay. Shellenten, das sind die ersten Shellenten. Aber leider auch nichts Großes. Ja gut, die habe ich schon mal. Aber leider, es ist wirklich nichts Großes aber auch dabei, oder? Aber hier ist auch unsere erste Ente. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Hier einmal ein schwarz-braune Stockente. Ist leider ein Weibchen. Ja, Schuss hat gepasst. Ich hoffe, dass wir da vielleicht irgendwas Cooleres bekommen. Aber das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auch hier mit dem Blau. Holy. Danach habe ich mich erstmal wieder ins Zelt begeben. Und es hat nicht lange gedauert. Da kamen die nächsten angeflogen. Also es dauert wirklich nicht lange. Aber leider auch wieder hier nur ein Zweier mit dabei. Ja, da oben sind auch die nächsten Stockenten wieder. Aber wieder nichts Großes dabei. Wir werden auch an verschiedenen Spots das Ganze ausprobieren. Ich bleibe so weit unten. Oh, Digga, die landet ja direkt vor mir. Und da kommen welche runter. Digga, was geht jetzt? Ja, nehmen wir mal die da. Ja, okay. Es ist gerade irgendwie sauschwierig, eine zweite irgendwie rauszunehmen. Ich weiß nicht ganz genau, warum, aber wir könnten eigentlich Masi Junior hier mal checken. Ach, Digga, die liegt ja direkt hier vorne. Ja, fein. Dupi, dupi, Masi Junior. Hä, was macht Masi Junior jetzt? Sucht nach Wild. Hä? Ich habe doch nur eine erlegt. Nee, jetzt kommt er wieder zurück. Digga, wie das aussieht. Und schon wieder sind welche da. Das da oben sind auf jeden Fall Gänse, denke ich mal. Aber das hier. Ja, aber sind alles, glaube ich, immer mal wieder die gleichen, die hierher kommen. Und die. Wow, 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 wow. Ja, die beiden habe ich noch. Ne, mehr kriege ich ja nicht. Ich glaube, das waren noch die einzigen beiden. Wo ist eigentlich Masi Junior? Ist er weg? Ja, da kommen die nächsten. Hat er gesessen. Jetzt gehen wir aber mal hier raus. Wo ist mein Hund? Erste Ente von gerade vorhin noch. Schwarz-braun. Einmal hier ein Weibchen. Ja, Schuss hat wieder gepasst gehabt. Haben die eigentlich, haben die so ein großes Herz? Okay. Hier ist dann Nummer 3 muss es sein. Auch wieder hier ein Schwarz-braun. Ja, wieder ein Weibchen. War auch okay. Dann habe ich hier eins im Gebüsch. Weiß nicht, wann ich das hier erlegt habe. Ja, eine Shellente. Sieht sehr, sehr schön aus hier. Einmal ein Schwarz. Ja, okay. Fast aber ein Goldener. Irgendwie habe ich das leichte Gefühl, dass ich irgendwie eine Ente vergessen habe. Ich weiß nicht warum. Es hat sich irgendwie so angefühlt, als ob ich eine Ente mehr geschossen hätte. Aber wir sind hier an dem nächsten Spot. Sieht hier ziemlich vielversprechend aus. Ich höre hier auch schon die ersten Gänseleine, könnte ich ja nicht gerade auch mal vorbeigucken, ob da irgendwas drin ist. Ein Dreier ist leider wieder hier das Größte. So, dann würde ich sagen, baue ich mir mal hier das ganze Ding auf. Diesmal aber mit der Tarnliege hier. Und dieses Mal würde ich sagen, Kanadagänse würde ich sagen. Und einmal die Stockenten. Hier sind sie. Einmal Start. Und dann schauen wir, was jetzt so geht. Und es hat nicht lange gedauert.
Da sind schon die ersten, aber auch wieder nur Einser. Nee, Zweier, okay. Da kommen die ersten Kanadagänse, aber auch nichts wirklich allzu Großes mit dabei. Ja, Dreier ist halt wirklich die ganze Zeit das Größte. Aber wie viel hier immer am Himmel los ist, das ist wirklich nicht mehr normal. Digga, was geht hier ab? Liegt nicht auf mich drauf, sonst knallt's. Da, der kriegt jetzt von mir eine. Ja, nee, warte mal. Oliver. Aha, da hatte ich dich doch noch. Ich hoffe mal, dass Marzi Junior die andere da überhaupt holen kann, weil die war schon ein bisschen arg weit weg noch. Und die nächsten Gänse wahrscheinlich, oder? Nee, Stockenten sind auch wieder hier unterwegs. Dreier, Zweier. Oh, Vierer. Warte mal, was ist da gerade im Wasser gelandet? Na, das will ich eigentlich nicht. Wo war jetzt die Vierer? Oh, da ist sie. Okay, darf die jetzt nicht. Ich habe sie aus den Augen verloren, nur weil ich ganz kurz auf Marzi Junior geschaut habe. Oh. Ah, da ist sie. Umherziehend. Freundchen. Ja, getroffen habe ich sie, aber nicht gerade gut anscheinend. Ich würde sagen, wir sammeln erstmal die hier direkt vor unserem Teil hier auf. Kanadagans, einmal Braunhybrid. Ich glaube sogar Braunhybrid war damals mal sogar selten. Der Schuss hat Gehirn. Das muss mir auch einer mal nachmachen. Okay. Das hier müsste dann die Vierer gewesen sein. Ist sogar eine goldene. Acht. Und genau. Hat also noch ein bisschen was zu dir gefehlt. Aber ja. Ein Flügelschuss, würde ich jetzt mal sagen. Kurz danach habe ich mich dazu entschieden, vom Wasser wegzugehen und das an Land auszuprobieren. Ich baue jetzt einfach mal hier den Jägerstand auf und wir schauen mal, ob wir hier vielleicht ein paar Gänse herkriegen. Nicht direkt am Wasser, sondern einfach hier aufs Land und machen mal Kanadagans und die Graugans rein. Und da würde ich sagen, warten wir mal, ob da sich vielleicht irgendwie schnell was tut oder nicht. Aha, eine einzelne Kanadagans. Ah, nee. Ah ne, nevermind, doch nicht. Aber auch wieder nichts Großes. Ich sag mal so, es hört sich schon mal nicht schlecht an. Es ist ganz... Oh, es ist ganz schön viel. Ich wollte einen Joke machen wegen ganz, ganz schön viel. Und auf einmal ist da einfach eine Fünfer. Ob die Dia macht, ist natürlich jetzt auch die andere Frage. Ich darf die bloß nicht aus den Augen verlieren. Ich habe sie in dem Moment aus den Augen verloren. Ist es die? Nee, da ist sie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sie kommt runter, sie kommt runter. Da will ich eigentlich auf Nummer sicher gehen. Oh ne. Ja, eigentlich ist es mir auch egal, ob ich jetzt eine zweite noch herkriege oder nicht. Dann wollen wir mal uns das Ganze anschauen. Bitte sei ein Diamant. 3, 2, 1, go. Let's go. 9,2. Oha, es ist... Oha, Digga, der ist richtig gut sogar. Stopfe ich natürlich direkt aus. Schluss hat auch gepasst. Sehr, 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 sehr schön. Nach dem Erfolg bin ich zurück auf den Jägerstand, wo es nicht lange dauerte, bis sich die nächsten Gänse wieder zeigten. Die nächsten sind schon wieder am Anflug, aber man muss schon sagen, also wenn das so ein Stückchen weiter weg ist und ihr seid auf so einem Jägersitz, dann habe ich jetzt hier gerade richtig cool die anschauen können, aber der Wind ist halt immer so ein Ding, ne? Ich habe irgendwie gerade eben gehört, als ob da irgendwas gelandet ist. Ah, aha, ist wachsam, ist ja komplett im Wind. Ich würde sagen... Nehmen die beiden jetzt einfach mal. Was ich aber leider sagen muss, ist, dass die Graugans sich hier nicht so gerne zeigt, habe ich das Gefühl. Ja, landen wieder direkt hier vor uns. Die landen sogar komplett im Wind und hauen nicht so schnell ab. Was mich sehr, sehr wundert. Ja, drei Stück müssten es gewesen sein. Allerdings weiß ich nicht, weil die da Hanne ist jetzt nicht so schnell gelegen. Ah, perfekt, Digga. Ich schieße einfach. Ja, genau, da habe ich auch hingezielt. Genau hier hin. So, hier allein liegen schon 1, 2, 3, 4 Stück. Schauen wir uns die mal an. Hier ein Dreier. Dann haben wir hier nochmal ein Weibchen, Zweier. Dann hier nochmal ein Weibchen. Habe ich nur Weibchen erlegt? Und hier haben wir nochmal ein Weibchen. Alle in Graubraun auch. Und hier vorne liegt auch die letzte und das war ein Männchen. Okay, aber leider auch in Graubraun. Daraufhin bin ich nochmals Richtung Süden und habe mir dort einen schönen Spot ausgesucht. So, das bedeutet, wir callen jetzt auch mal unsere Saatgans plus das Haselhuhn, würde ich jetzt einfach mal sagen. Probieren wir mal die beiden aus.
Vielleicht kommt ja was. Von Kanadagans und Graugans bis hin zur Kriegente war alles am Himmel dabei. Doch von Tundrasaatgans und von dem Haselhuhn kam keine Spur herbei. Ich glaube, ich muss irgendwas anderes reinmachen. Dann würde ich sagen, machen wir die Graugans und die Kriegente einfach mal rein. Ja. Graugänse. Ganz schön großer Schwarm hier. Vierer. Wollen wir mal schauen, ob die hier auch runter richtig kommen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Jetzt kommen die, glaube ich. Ja. Da kann ich die Vierer ganz gut eigentlich rausnehmen, denke ich. Die sehen echt schön aus, muss man sagen. Nein. Aber die Vierer habe ich und die hier auch noch. Dann würde ich sagen, Masinho, einmal hier abortieren, bitte. Ja, mach mal dein Ding. Du machst mir das ein bisschen zu langsam. Und da geht er auch los. Da kommt Masi Junior. Da kommt er. Er holt sich die Vierer Graugans ab. Digga, das sieht immer noch bis heutzutage immer noch sowas von cool aus. Und wieder eine Graugans, wieder eine Vierer. Oh ja, aber da ist so eine Kriegente jetzt direkt vor mir. Digga, wie viele sind da schon wieder am Himmel los? Da ist nochmal eine Dreier mit dabei. Zwei. Wo waren die Vierer eigentlich jetzt? Oh, da ist sie. Wo ist sie hin? Der Vierer schon am Boden. Oh, komplett verkackt. Digga, das ist eine Dreier. Wo sind die Vierer hin? Wo ist sie hin? Ich habe einfach die falsche angeschaut. Einfach eine Dreier. Ja, die müssten jetzt eigentlich hier alle komplett runterfliegen. Das tun sie auch. Masi Junior, was machst du denn da? Was ist eigentlich deine Mission schon wieder? Was ist denn die Mission von dir? Okay, der springt irgendwie gar nicht weg. Masi Junior, was scoutest du denn, obwohl da gar nichts mehr ist? Digga, ich dachte erst kurzzeitig, du bist auch eine Gans. Oh ne, sag mir jetzt ja nicht, das ist jetzt hier wieder ein Bug. Mach mal apportieren, bitte. Jetzt bin ich gespannt. Holt er die jetzt? Oder nicht? Aber ich glaube, der geht auch komplett dran vorbei. Hä? Was ist das jetzt? Was ist das? Erzähl's mir mal. Hä? Ich würde sagen, wir probieren gleich mal so eine Kriegente aus der Luft. Dich kriege ich noch, mein Freundchen. Ja, dich habe ich noch. Dich habe ich noch angestriffen. Ja, mal gucken, wann sie überhaupt hier jetzt runterfliegt. Und da fliegt sie. Ganz hinten. Und da ganz hinten sind auch nochmal zwei Entchen. Wir gehen jetzt aber hier erstmal raus und schauen uns mal die Geschossenen hier an. Einmal Graugans-Weibchen. Dann hier nochmal ein Weibchen. Nochmal Graugans. Hier nochmal eine Graugans. Aber diesmal ein Männchen. Warte mal. Ach, das war die da, glaube ich, ne? Die einfach so geschwommen ist die ganze Zeit. Ich habe die hier einmal, zweimal und dann hier, glaube ich, mit der... Ne, dreimal mit der Nordine. Ja, das meinte ich. Also ich glaube, der letzte Schuss hat tatsächlich sogar noch nicht mal mehr gezählt gehabt. Und hier zu guter Letzt die Vierer. In Gold 3,71. Oha, hat gar nicht mal so viel zu Diamant sogar gefehlt. Und Masi Junior bringt uns hier auch noch die letzte. Und zwar hier eine Kriegente. Ist, glaube ich, auch die erste des Tages, oder? Nee, oder? Könnte doch die zweite hier gewesen sein. Leider auch nur eine silberne 314,43. Da vorne liegt noch unsere letzte, also wirklich die allerletzte. Aber hier haben wir nochmal ein paar Schellenten. Ja, mal gucken, ob da irgendwas Größeres noch mit dabei ist. Aber es sieht jetzt nicht so aus. Ich glaube, Zweier ist hier schon das Größte. Versucht da jetzt gleich mal nochmal mit der Virant hier einen Schuss zu wagen. Aber davon nehmen wir nicht dich, Masi Junior, sondern... Stehst du einfach drauf? Warte mal, ich schieb dich mal ganz kurz weg. Und zwar hier die Kriegente sogar in Gold. 348,08. Ist ein guter Goldner. Und dann nehmen wir hier den größten, würde ich sagen, raus. 1113. Ja, wird wahrscheinlich sogar der hier sein. Ja, der Schuss hat gepasst. Und auch hier die letzte wahrscheinlich für heute in Schwarz. 999,05. Ich meine, die Schellenten, die sehen schon witzig aus, muss man sagen.
So, Jungs und Mädels, das war's jetzt auch von dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video wieder gefallen hat. Wenn ja, dann lasst es mich ganz gerne mit einer positiven Bewertung sehen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Marci. Reingehauen.